Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir und heute möchte ich euch Burger Cat für 79 Cent vorstellen. In diesem Spiel muss man eine Katze durch 60 verschiedene Level zu einem Burger bewegen, das ist sozusagen das Ziel und dabei steht immer so eine bestimmte Anzahl von verschiedenen Aktionen zur Verfügung. Das heißt, man kann hier zum Beispiel Blöcke erstellen und dann halt irgendwo platzieren oder auch sie weghauen oder auch zum Beispiel Sprungfedern irgendwo hinsetzen, wo dann diese Katze einfach hochspringt. Also die Katze selbst, die läuft einfach von selbst und muss dann gucken, dass man die halt richtig dahin bewegt. Weitere Objekte wie zum Beispiel Dynamit können auch hier so eiserne Blöcke zerstören und des Weiteren können auch Gegner abgelenkt werden oder die Katze selbst in eine andere Richtung gesteuert werden. Wie gesagt, das funktioniert halt alles mit diesen Objekten. Dies kann man entweder vor dem Spiel oder währenddessen machen. Und währenddessen kann man auch immer noch den Pause-Button drücken und dann sozusagen diese ganzen Blöcke und so weiter platzieren. Und dadurch ist das Ganze natürlich sehr viel einfacher. Ansonsten lässt sich eigentlich nur sagen, dass man Hindernissen und Abgründen ausweichen muss und dabei einen Weg bauen muss, damit die Katze halt zu diesem Burger kommt. Alles Weitere seht ihr ja jetzt hier im Video und ich finde, das Spiel an sich ist auf jeden Fall ganz nett gemacht. Auch durch die hohe Auflösung für das neue iPad ist das auf jeden Fall schon mal, ja, sieht gut aus und es hat auch eine recht große Levelauswahl, aber ansonsten haut dieses Spiel eigentlich niemanden irgendwie um oder so. Also es ist nichts Besonderes, aber ansonsten eigentlich ganz nett. Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen und dann bedanke ich mich fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.